Warum Malerei? Warum diese Kunstform und warum abstrakt? Ich beschäftige mich mit Auftragen von Farben sozusagen seit meinem Studium an der HWK. Da fing wahrscheinlich so an, dass ich sehr unzufrieden war damit, was ich irgendwann in dieser Zeit gemacht habe. Und dann habe ich das alles übermalt. Und diese Übermalung, die erschien mir dann viel interessanter als die Motive, womit ich angefangen habe zu malen. Ne? Die Arbeit wurde befriedigt, wenn eine neue, ganz neue Ebene durch Vermischung der Farben entstanden ist. Das Unbefriedigte, ist da ausgebrochen und hat zerstört das alles. Und dieses war ein Schritt der Befreiung. Ne? So entstand eigentlich dieser Begriff der Malerei bei mir. Und da ist auch gleich die Antwort auch, warum abstrakt. Ne? Eben das ist die interessanteste Form, weil die freiste Form. Und da wurde diese ganze Mittelmäßigkeit weggeschafft. Wenn man weg von der Linie geht und mehr in die Fläche und eben diese Fläche auch großzügig versucht zu gestalten, ohne dann Vorgaben und ohne Einschränkungen, dann entsteht eine freie Aktion. Und das ist eben dann die freie Malerei, freie Kunst. Und das ist eben die abstrakte Kunst. Wenn also Ihre Kunst eine Reaktion ist auf das Misslingen einer Absicht, wie viel Absicht steckt letztendlich noch in Ihren Bildern? Die Absicht ist die ganze Zeit. Man versucht die ganze Zeit etwas zu retten, sich selbst zu retten. Das gelingt dann, wenn man sozusagen die Zügel loslässt, wenn man sich nicht mehr verbissen an irgendwas hält, wenn man bereit ist, alles sozusagen über Bord zu werfen. Und ja, und das ist vielleicht auch ein weiterer Schritt zu der Arbeit, die ich jetzt zur letzten Zeit gemacht habe, zu diesen Puzzlebildern. So sind eben diese mobile, mit diese beweglichen Elemente entstanden von den Bildern, die ich an verschiedenen Tagen, verschiedenen Zeiten gemacht habe, die dann aber doch zusammengehören und die man auch immer wieder neu kombinieren kann. Das ist interessant, dass sie das, was jetzt nebeneinander steht, dass das plötzlich dann kopfüber hängt oder ganz weit auseinander steht und eben neue Elemente dazwischen. Und das passt auch immer ganz gut, finde ich. Jedes Mal, wenn ich das selbst mache, entsteht eine neue Lösung. Und so würde das bei jedem anderen Mensch, der das machen würde, auch wieder völlig neue Lösungen entstehen. Und das finde ich auch dann spannend und irgendwie anregend, ne, dass sich nichts wiederholt. Alles fließt nämlich und so halt, ne, auch meine Malerei. Und ich bin froh, das immer wieder neu zu erleben. Hat sich die Auswahl der Farben im Laufe des Malprozesses verändert? Ja, die Farbe verändert sich andauernd. Ne? Einmal übermale ich sie immer wieder neu und dann entsteht auch immer wieder neue Farbvorstellungen in meinem Kopf. Ne? Nachdem ich ganz intensiv dann mehrere Stunden sich damit beschäftigt habe, sehe ich anders und habe auch andere Vorstellungen, andere Visionen auch von der Farbe. Also die Malerei entsteht auch im Kopf natürlich. Ne? Und je länger man sich damit beschäftigt, umso komplexer wird das. Und gibt es einen Grundton, der immer wieder auftaucht bei Ihnen? In letzter Zeit habe ich versucht, öfters das mit Schwarz und Weiß, oder hell und dunkel, aber das verändert sich auch. Manchmal, es kann auch sehr bunt sein, sehr stark in Kontrasten. Genauso kann auch hell oder dunkel, eben das Schwarz und Weiß hat auch etliche Nuancen, grau oder weiß und Anthrazit oder schwarz, die dann auch einen sehr spannenden Zusammenhalt mit den anderen Farben bringen. War von Anfang an geplant, dass das Kunstwerk interaktiv sein soll? Nee, das ist entstanden mit der Zeit. Zuerst mal war eine Tafel eigentlich irgendwas Übermaltes, eine große Tafel, dann noch eins und dann merkte ich, dass die zwei nebeneinander dann ein neues Ganzes machen und so entstand dann die Idee, dass ich die zusammen aneinander bringe, zusammenlege und dann habe ich auch gesehen, dass ich sie auch in verschiedenen Formen zusammenlegen kann. Ne? Diese Anreihung kann auch verschiedene Aussagen treffen. Und
So kam dann die Idee, dann eben mit diesen Schienen, weil da auch diese Bewegung viel einfacher ist und weil dann das Ganze auch eine etwas vollständige Form hat. Welche Rolle spielt für Sie der Raum um das Kunstwerk? Hat mich immer sehr beschäftigt, der Raum an sich. Ich versuchte das auch zusammenzubringen, das vor dem Bild und das im Bild. Dieser fiktive Raum im Bild mit dem reellen Raum zu verbinden, das war eigentlich auch immer wieder ein Vorhaben. Ja. Wie alt fühlen Sie sich als Mensch und wie alt fühlen Sie sich als Künstler? Ich glaube, als Künstler hat Alter überhaupt keine Bedeutung. Das ist auch das Schöne in der Kunst. Ist man eigentlich, ich fühle mich immer wie am Anfang, ne? No?